Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind im Lincoln Financial Field eingeladen von den Philadelphia Eagles, sind in der Color Smash Serie unterwegs, haben das 10. Spiel, also Halbzeit, bei der Blend Zone zu spielen. So, wir stellen unsere Defense mal entsprechend ein. Und zwar führen wir mit 3 Punkten 20 zu 17 im dritten Quarter. Die Eagles haben den Ball. Haben einen ersten und 10 an der eigenen 20-Yard-Linie. Wir haben noch 2 Minuten zu spielen im dritten Quarter, also noch richtig Zeit auf der Uhr. Und blitzen gleich mal mit beiden Safeties. Also Woods und Heat ziehen wir beide nach vorne. Ich versuche den Tackle bzw. den Tight End, weil Earth steht mir gegenüber, aus dem Weg zu blocken. Wells wirft vollständig. 9 Yards Raumgewinn. Heißt, zweiter Versuch und 1 von der 29-Yard-Linie. Ist ja ein Division-Rivalry-Game, was wir hier haben. Die Eagles spielen ja genauso wie meine Cowboys in der NFC East. Zusätzlich noch mit den New York Giants und diesem anderen Team, dessen Namen ich nicht in den Mund nehmen möchte. Neuer 1. und 10. Die Eagles mit einem First Down. Ich sollte jetzt mal mich weniger über das Wissen der Redskins durchnehmen, um mich hier auf Football konzentrieren, denn die Eagles marschieren hier gerade und konzentrieren wir uns. Kommt James bis durch, macht den Sack, 9 Yards Raumverlust für Carson Wentz und die Eagles. 2. und 19, wir nähern uns schon dem Ende des dritten Quarters. Oh, da bin ich viel zu viel losgehüpft. Kein First Down, aber nah dran. Da bin ich leider mit die Marcus Lawrence viel zu früh aus dem Versuch herausgekommen, mich von dem Blocking zu lösen und habe mich dabei immer da aus dem Maul gelegt. Das dritte Quarter ist vorbei. Es geht in Schlussviertel. 6 Minuten auf der Uhr und wir blitzen nochmal wieder mit den beiden Safeties. 3. und 2. Der Ball liegt an der 44-Yard-Linie. So, dann kommen meine beiden Safeties nach vorne. Laufversuch der Eagles, keine Chance. Die Mitte ist dicht. 4. Versuch und 4 damit. Wir sehen den Punt. Der geht bis an die 10-Yard-Linie. Sanders nimmt den Ball auf. Kommt nicht wirklich nach vorne. Ich kam gar nicht dazu, groß zur Seite zu gehen. Da lag ich schon mit dem Gesicht im Dreck. 1. und 10 an der 22-Yard-Linie. Dak Prescott kommt aufs Feld. So, wir haben jetzt natürlich eine Riesenchance, wenn wir hier noch einen Touchdown oben drauf legen. Dann haben wir einen Two-Score-Game, dann müssen die Eagles zweimal scoren. Play-Action, Cooper links, Entschuldigung, Cobb links und Cooper rechts, werden beide von Cornerbacks direkt an der Line aus Scrimmage gedeckt. Wir schauen mal, was die beiden Safeties da hinten machen. Der eine Safety geht nach vorne, das heißt, Cobb hat ein 1 gegen 1 und der ist verdammt schnell. Hat den Ball. Immer noch unterwegs. Ja, das war zu einfach. Das hat man wieder wunderbar gesehen. Das ist so gefährlich. Wenn Cornerbacks an der Line of Scrimmage stehen, darfst du deine Safeties nicht irgendwie blitzend nach vorne stellen. Oder halt, die müssen unterstützen. Die müssen bei den Cornerbacks sein. Weil, wie gesagt, macht der Cornerback einen Fehler bei einem Bump and Run, der Receiver zieht vorbei, dann passiert genau das, was wir gerade gesehen haben. Wir sind jetzt mit 10 Punkten vorne. Und jetzt können wir natürlich die Philadelphia Eagles in aller Ruhe erstmal kommen lassen und schauen uns an, was sie hier auf den Rasen zaubern. Der Kick ist unterwegs, geht bis in die Endzone, wir sehen einen Kneel Down. 1. Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. So, an der Smoke ist der Blitz. Vollständiger Pass. Ball ist an der 35-Yard-Linie. Wir haben einen Second and Inches. Es lief ja nicht schlecht für die Eagles. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also in der Offense bewegen die hier schon etwas. Sie müssen es nur konsequenter zu Ende spielen. Und Wentz die Zeit geben. Da hätte Ertz noch ein paar Yards gehen können, entscheidet sich aber ins Auszulaufen.
Neuer Erster und 10 an der 45-Yard-Linie, an meiner 45-Yard-Linie wohlgemerkt. Die Eagles haben also die Mittellinie bereits überschritten. Erster Versuch und 10 an der 45-Yard-Linie. Oh, da war der Versuch eines Screen Passes. Ich habe Linespieler gesehen, die geblockt haben, aber ich habe keinen Running Back gesehen, der den Ball hätte fangen können. Und das ist eine Grundvoraussetzung bei einem Screen Pass. Zweiter Versuch und 10. So. 4 Minuten 36 haben die Eagles noch Zeit. Klingt viel, aber sie müssen ja auch zweimal scoren. Zach Ertz kann noch vor dem First Down gestoppt werden. Das ist jetzt ein 3. und 1 von der 36-Yard-Linie. Wir blitzen mit dem Free Fire. So, 3. Versuch und 1. Oh, da war Bewegung. Ich bin gespannt. War das die Marcus Wendt? Nein, das war die Offense. 5 Yards nach hinten mit diesem Fourth Start. Ja, die geben uns sich zu viel Bewegung. Das zu Hause. Bei einem 3. und 1. Alter, das ist peinlich. Auswärts kann so etwas schnell passieren mit dem Höllenlärm, die gegnerische Quarterbacks immer zu ertragen haben. Aber nicht zu Hause. 3. und 6 damit an der 41. Damit haben die Eagles sich auch aus der Field-Goal-Position herausgekegelt. Und der Tackle sorgt dafür, dass der Receiver ein neues First Down bekommt, weil wir den mal eben 3 Yards nach vorne gewämst haben. 1. und 10. Ärgerlich, ärgerlich. Der Ball ist an der 32-Yard-Linie. Also die Field Goal Range haben die Eagles natürlich damit wieder. 3:30 noch zu spielen. Ball ist in der Luft und der ist intercepted. Ward dreht sich früh genug um. Macht die Interception wieder einmal. Also aus dem freien Spiel heraus ist der Mann unfassbar, was der alles runterpickt. So. Ja, mein Offense Coordinator hat jetzt schon Gefallen am Laufspiel gefunden. Geht über Eddie George über die rechte innere Seite. Erster Versuch und 10. Kommt bis an die 13-Yard-Linie. 1 Yard Raumgewinn nur. 2009. Und 2009 können wir in den Community-Bereich hineingehen. Da nehmen wir direkt den ersten Spielzug, den Texas. Attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Eddie George. Keyshawn Johnson auf der linken Seite, auf den halten wir mal im Auge. Der ist aber gut gedeckt. Aber mein Tight End da hinten, der ist ja Muttersehen allein. First Down an der 42-Yard-Linie. Damit First Down gehen wir wieder rüber in den Strategy-Bereich. Nehmen die Inside Zone. Wir nähern uns schon dem 2-Minute-Warning. First Down 10 über Zeke Elliott. Über die Mitte und der hatte eine riesenhafte Lücke. Das ist ja unfassbar. Neues First Down an der 45-Yard-Linie. Wir sind beim 2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten im Spiel haben begonnen. Beide Teams haben noch eine Auszeit zur Verfügung. Wir bleiben natürlich beim Lauf. Damit wir den Eagles jetzt gleich direkt die erste Auszeit nehmen. Unbedingt in Bounce bleiben. Lauf über Elliott. Über die Mitte. Was für ein schöner Block wieder von Eddie George. Der ist halt mit seinem Speed so gut. Der läuft mir als Running Back weg. Und das ist das Schöne an der ganzen Nummer. War aber noch kein First Down. Wir haben ein Second and Inches. Wir bleiben beim Laufspiel. Über Elliott, über die Mitte. So, Second and Inches. Oh, da kommt er durch. Immer noch auf den Beinen, kommt bis an die 23-Yard-Linie. Es sieht nicht gut aus für die Eagles. Den läuft einfach jetzt die Zeit davon. Halfback Zone Week. Also ich kann hier wild durchklicken, was meine Laufsachen angeht. Eddie George über die linke Seite. Hat da eine Lücke. Wartet noch ein bisschen und... Ah, ist nicht in der Endzone. Es hat nicht ganz gereicht. Da war ich doch ein bisschen zu optimistisch. Ich dachte, er wäre schon drin. Aber das war er nicht. So, wir haben ein First and Goal an der 1-Yard-Linie. Ich schicke Cobb und Johnson auf der linken Seite auf Slant Routes, Cobb auch von der rechten Seite. Halte mir die Option offen, hier selbst zu laufen. Genau das tun wir mit Prescott in die Endzone.
durch die Mitte. Ich glaube, sollte noch irgendeiner Zweifel gehabt haben, die dürften jetzt beseitigt sein. Es steht 34-17. Also jetzt ist es ein Three-Score-Game. Es ist noch 1:03 zu spielen. Das weiß auch Doug Peterson, der Head Coach der Eagles. Das Ding hier ist durch. Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone von Philadelphia. Wir sehen keinen Return Kneel Down. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie für Carson Wentz, die ja echt in der Offense wirklich nicht schlecht gespielt haben. Um Himmels Willen nicht. Aber da waren immer zwei Böcke da drin. Der eine Murder Sack, dann die Interception. Tja, und dann passiert hier genau so etwas. Die Defense ist nicht in der Lage, die Cowboys zu stoppen. Und schon hast du hier einen unaufholbaren Rückstand. Wentz kann sich lösen, versucht wegzulaufen, aber Leighton Vander Esch erwischt ihn noch am Knöchel. 2.8. Und das dauert jetzt. Das dauert richtig lang, bis sich alle wieder aufgestellt haben. Die Eagles wollen den Ball spiken. Das gelingt ihnen. Damit halten sie die Uhr an, geben aber auch einen Down ab. Dritter Versuch und 8 an der eigenen 27-Yard-Linie. 43 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Riesendruck und das ist eine nächste Interception. Da freut der Sanders sich. Hoch holt sich den Ball. Neuer erster Versuch und 10 für die Cowboys. Ein Yard vor der Mittellinie entfernt. Ja, und die Fans in Philadelphia stehen da nicht besonders drauf. Ich erinnere mich noch an die Draft-Geschichte von den 90ern. Da waren die Eagles an Position 2 gesetzt. Alle wollten Ricky Williams haben. Und die Eagles haben Donovan McNabb gedraftet. Während der Draft schon eine Riesenbuerei. Tja, und dann kam das erste Halbspiel von McNabb und die haben den in Grund und Boden niedergebrüllt. Sie wollten halt Ricky Williams haben. Ja, und das Ende vom Lied. Donovan McNabb, einer der besten Quarterbacks der 90er Jahre. Ein ganz, ganz großer. Tja, und Ricky Williams, ein guter Running Back, um Himmels Willen. Aber nicht der Superstar, mit dem alle gerechnet haben. Ich kann so viel erzählen, weil hier tut sich nichts mehr. Elliott, das ist der letzte Snap im Spiel. Kommt nochmal ein bisschen an die 28-Yard-Linie und da ist das Spiel vorbei. Wir schlagen die Philadelphia Eagles. Es tut immer gut, gegen einen Divisionsrivalen zu gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.